Hello Kings and Queens. Ich wollte heute über meine erste Workaway-Erfahrung berichten. Was ist Workaway? Ihr werdet es erfahren. Hier wohne ich zurzeit. Es ist ein bisschen, sagen wir mal, unaufgeräumt. Mein Bett ist aber gemacht. Ich wohne zurzeit mit einer weiteren Workaway-Kandidatin oder Volunteer nennt man uns. Und deswegen sieht es hier ein bisschen aus. Aber Gott sei Dank habe ich an einem anderen Tag Fotos von dieser wunderschönen Unterkunft gemacht. Und die kann ich euch gerne zeigen. Es ist hier wunderschön. Das ist mitten im australischen Busch. Das ist das Häuschen, in dem wir leben. Als ich das erste Mal hier angekommen bin, dachte ich mir nur, wow. Umwerfend. Also, was ist Workaway? Workaway bedeutet, dass ich anbiete, für einen Gastgeber ungefähr 5 Stunden pro Tag an 5 Tagen zu arbeiten und dafür aber kein Geld bekomme, sondern freie Unterkunft und Essen. Um so einen Gastgeber zu finden, meldet man sich auf der Website von Workaway an, erstellt ein Profil, versucht sympathisch rüberzukommen und ja, dann hat man da eine Liste von möglichen Gastgebern, die Arbeit anbieten und man kann diese Gastgeber anschreiben oder die Gastgeber schreiben dich an. Da man kein Geld für Workaway bekommt, sollte man das eher als Bereicherung sehen, als kulturelle Bereicherung. Man lernt wirklich die Leute des jeweiligen Landes kennen, in dem man gerade ist. Workaway gibt es in fast jedem Land auf diesem Planeten. Ich bin zurzeit in Australien und ich habe sehr viel über Australien gelernt, während ich hier war. Ich habe meine Gastgeber ausgefragt. Ich habe alles, was mich interessiert, gefragt. Ein bisschen genervt hat das bestimmt, aber you know, ich muss ja lernen. Wir müssen alle lernen. Der kulturelle Austausch steht wirklich im Mittelpunkt von Workaway, finde ich. Und natürlich, ich glaube, viele Menschen kommen nicht nur wegen der Kultur hierher und um Neues zu lernen. Zum Beispiel hier habe ich im Garten gearbeitet und habe da ein bisschen was dazu lernen können. Das ist ein so abgelegener Ort, mitten im australischen Busch. Man muss 30 Minuten mit dem Auto fahren, um zur nächsten Stadt zu kommen. Aber es ist nicht wirklich Stadt, sondern da steht ein Bottle Shop, also ein Laden, in dem Alkohol verkauft wird und eine Tankstelle. Das ist wohl schon genug, um etwas als Town zu bezeichnen. Ich war hier jetzt 2 Wochen auf diesem wunderschönen Anwesen. Ich habe diesen Garten 2 Wochen lang anschauen dürfen. Das war eine unglaubliche Erfahrung und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Nichtsdestotrotz ist Workaway nicht nur vorteilhaft. Ganz klar, um reisen zu können, braucht man Geld. Ich war hier 2 Wochen, ich habe zwar kein Geld ausgegeben, aber ich habe auch kein Geld verdient, mit dem ich nun weiterreisen kann. Ich habe natürlich etwas gewonnen, was unbezahlbar ist, aber ich muss trotzdem weiterhin einen Job suchen, in dem ich Geld verdienen kann, damit ich weiter in Australien bleiben kann. Das ist so der erste Nachteil von Workaway, man wird nicht bezahlt. Manchmal muss man bei Workaway wirklich hart arbeiten. Das musste ich hier jetzt noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer werden kann, wenn man schwere Sachen heben muss oder lange in der Hitze im Garten arbeiten muss. Und am Ende des Tages hat man ein gutes Gefühl, weil man Menschen geholfen hat, aber man hat eben auch kein Geld dafür bekommen. Das zweite Negative an Workaway ist, dass man wirklich auf dieses Workaway irgendwie fokussiert ist. So war das bei mir. Man muss eine gewisse Anzahl an Stunden hier arbeiten, aber danach hat man nicht unbedingt Freizeit. Man hat nicht unbedingt sehr viel Zeit für sich. Mit Zeit für sich meine ich,
nicht so viel Zeit, die Umgebung zu erkunden, Nachbarstädte zu erkunden. Weil man 4 bis 5 Stunden täglich hier arbeitet und dann aber noch isst mit den Gastgebern zusammen, weil das ist ihre Bezahlung sozusagen, das Essen. Also sind es weitere 2, 3 Stunden. Und damit diese Erfahrung, Workaway-Erfahrung, wirklich, wirklich cool wird, sollte man auch versuchen, eine Verbindung mit den Gastgebern aufzubauen. Das heißt, man isst nicht nur zusammen, sondern man verbringt auch die Abende miteinander, spielt Karten, schaut einen Film, diskutiert, was man eben so macht, wenn man Leute kennenlernt. Ich möchte das auf jeden Fall nicht verallgemeinern. Ich hatte den Eindruck, wenn man Workaway macht, dann ist man wirklich an diesem Platz und versucht, hier was zu lernen und fürs Leben mitzunehmen. Ein weiterer negativer Punkt ist, wenn man kein Auto hat, so wie ich, ist man irgendwie gefangen? Ist das vollkommen falsche Wort. Aber man sitzt fest. Hier war es nicht schlimm, festzusitzen, weil es wunderschön ist. Ich habe sehr viele Fotos gemacht, schöne Sonnenuntergänge gesehen, viele Vogelarten kennengelernt. Es war wunderbar. Andere Leute mögen es vielleicht, am Abend in eine Bar zu gehen oder ins Kino und mit Freunden oder mit anderen Reisenden die Zeit zu verbringen. Und das war nicht leicht auf diesem Anwesen. Was ich hier am meisten getan habe, war Unkraut jäten und Efeu wegschneiden, wo es zu viel Efeu gibt. Hier zum Beispiel ist sehr viel Efeu und dann habe ich das zurechtgeschnitten. Da liegen jetzt die Haufen an abgeschnittenen Efeu und das muss man dann auf einen Buggy laden und natürlich wegbringen aus dem Garten. Könnt ihr diese Orangenbäume sehen? So wunderbar, man kann einfach hier hinkommen und entweder sich vom Boden eine Orange nehmen oder pflücken. Und es ist so ein schönes Erlebnis, Früchte vom Baum zu essen. Das tut so gut. Ich gehe gerade vom Garten und von der Hütte, in der ich wohne, zu der Hütte, in der die Gastgeber leben. Und währenddessen können wir uns diese wunderschönen Bäume anschauen. Das ist so beeindruckend. Das ist, wow, so ein wunderschönes Gefühl. Ich bin sicher, dass es Leute gibt, die Tausende von Euros bezahlen, um so eine Erfahrung zu machen. Und wenn man ein Workaway macht, dann ist das fast kostenlos. Ich habe zwar auch negative Fakten von Workaway genannt, aber das Positive ist viel, viel überragender. Ich habe nicht nur Unkraut gejätet, ich hoffe, man sagt das so. Ich habe auch gesehen, wie man Honig herstellt. Ich war bei den Bienen, habe das erste Mal so viele Bienen auf einem Haufen gesehen, durfte mithelfen. Diese Erfahrung hat mir super viel Spaß gemacht und ich weiß jetzt wirklich, wie man Honig herstellt, woher dieser Honig kommt. Dann haben die Gastgeber auch noch Hühner. Ich kann euch gleich gerne die Hühner zeigen. Aber vorher zeige ich euch wunderschöne Bilder von diesem Anwesen. Dieses Anwesen ist auch completely off-grid. Ich kenne jetzt die deutsche Beschreibung nicht ganz,
Aber das Wasser kommt aus diesem Damm, mit dem man sich duscht und mit dem man abspült und kocht. Und die Elektrizität kommt von Solarenergie. Ich gehe gerade zu den Hühnern. Sie kommen auf mich zu. Das war hier bei Workaway das erste Mal, dass ich Hühner so nah gesehen habe. Man hat mir gesagt, dass diese Eier besonders gut schmecken. Ich habe sie nicht gegessen, weil mit Eiern kann man mich ja jagen. Ich bin Veganer. Ah! Aber ich bin ein freundlicher Veganer. Ihr könnt essen, was ihr wollt. Ich esse, was ich möchte. Dann wollte ich euch noch zeigen, was ich gemacht habe, außer Unkraut jäten. Und zwar habe ich etwas bemalt. Und ich werde euch gleich zeigen, was ich bemalt habe. Mir fehlt das Vokabular vollständig, um zu beschreiben, was ich gemacht habe. Das habe ich gemacht. Ich habe das weiß angemalt. Vorher sah es so aus und nachher sieht es so aus. Die Gastgeber haben auch zwei Katzen und einen Hund. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich für längere Zeit mit einem Hund zusammengelebt habe. Dieser Hund mag mich einfach, weil ich da bin und mit ihm spiele. Bedingungslos. Und jedes Mal, wenn ich in der Früh hierher gekommen bin, haben wir zusammen gespielt und er hat sich so gefreut, mich zu sehen. Das war so schön. Meine erste Workaway-Erfahrung hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr viele neue Sachen kennengelernt über die australische Natur, über die Australier, über wie man Tiere hält, über wie man einen Garten intakt hält. Ja, ich habe das sehr genossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck geben, was Workaway bedeutet. Und falls ihr das machen wollt, macht das unbedingt. Das ist eine sehr gute Erfahrung.